Ja, hallo und herzlich willkommen bei Mission Millionär hier. Mein Name ist Thomas Klein und auf YouTube. Und heute stellen wir uns mal die ganz banale Frage: Was ist eigentlich eine sichere Geldanlage? Ja, ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben und nach dem Wort Geldanlage ist auf Google die zweitmeistgesuchte Anfrage sichere Geldanlage. Also die Leute wollen sicher sein, ja, und verstehen. Also das sind halt einige Menschen da draußen, die sich gleich nach der Frage Geldanlage die Frage stellen: Was ist denn eine sichere Geldanlage? Und ich denke, dass vielleicht die wenigsten davon verstehen, dass es sowas wie eine sichere Geldanlage, ja, im Grunde eigentlich gar nicht gibt, ja. Und dazu möchte ich hier einfach mal das magische Dreieck ganz kurz ein bisschen mit euch diskutieren und beschreiben. Falls ihr das schon kennt, umso besser. Dann könnt ihr mir gerne eure Meinung schon mal vorab hier in die Kommentare schreiben. Und ansonsten einfach dranbleiben. Also das magische Dreieck. Es geht letztendlich darum, hier ja, unser hart verdientes Geld, und die allermeisten Menschen da draußen müssen sehr hart arbeiten für das Wenige, was ihnen dann übrig bleibt am Monatsende. Also mehr Monat als was ihnen übrig bleibt in der Regel. Und sind wir mal ganz ehrlich, das wird ja auch nicht besser. Ja? Und von daher muss man sich umso mehr darüber Gedanken machen: Was ist eigentlich eine Geldanlage, die auf mich passt, oder ja, oder was ist eigentlich eine sichere Geldanlage? Weil es ja so viele danach suchen. Und letztendlich geht es um drei grundsätzliche Fragen, die wir uns alle stellen müssen. Ja, nicht nur du, auch ich. Und die du auch zum Beispiel auch deinem Bankberater oder so stellen solltest. Ist das Ding wieder weg? Und das ist letztendlich, ja, was man auch das sogenannte magische Dreieck nennt. Und der erste Punkt ist Sicherheit. Ja. Wie hoch sind die Risiken? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich, was so jeder versteht und weiß. Ja. Das zweite ist auch noch sehr, ich denke mal, sehr stark verbreitet: Rendite. Ne? Also, was kriege ich denn zurück? Mittlerweile ist es so, dass viele Reichere, soweit ich verstanden habe, von vielen Blogs und Gurus und so weiter, die ich verfolge, dass auch viele Reiche, also schon eigentlich schon seit einigen Jahren, das geht eigentlich schon so seit 2012 wohl, so die letzte sozusagen Euro-Krise war, ja, wo auch der Goldpreis und der Silberpreis in die Höhe geschnellt ist ohne Ende, da wo einfach viele Leute, die Millionen übrig haben, sozusagen dem System nicht mehr so stark vertrauten und dann einfach irgendwelche Immobilien sich gekauft haben, die einfach nur leer rumgestanden sind dann, ja. Ich verweise hier zum Beispiel auf eine Aussage vom Alex Fischer Düsseldorf, ja, was schon sehr für sich spricht, ne? Also dass die Reichen quasi dann so wenig Vertrauen hatten damals. Mittlerweile ist es wieder viel besser geworden. Und das Ganze ist natürlich dann nicht mehr, also da geht es dann hauptsächlich um den Vermögenserhalt, ja, und weniger um die Rendite, ja. Und das heißt, ich würde mal sagen, dass das letztendlich die Sicherheit und die Risiken, besonders in so einem Angst, mehr oder weniger Angst und ja, sicherheitsbewusst, mit Angst behafteten Bevölkerung wie Deutschland und auch mit einer sehr starken sicherheitsbewussten Bevölkerung. Also alles muss top sicher sein, ja. Und dass das wahrscheinlich überwiegt als wie die Rendite grundsätzlich, ja. Und das Spiel hier ist natürlich immer ganz, ganz eindeutig, ne? Desto sicherer irgendwas ist, desto weniger Rendite, ja. Das heißt, hier herrscht eine entgegengesetzte Korrelation, ja. Du kannst nicht irgendwie auf Nummer top, top sicher, alles muss sicher, super sicher sein und dann gleichzeitig irgendwie eine tolle Rendite, also Rendite ist der Ertrag, den du dann für das bekommst,
was für das Investment bekommst. Ja. Das geht einfach nicht. Ja. Und das ist mal das Allerwichtigste, was du dabei verstehen musst. Ja. Also dieses Video ist einfach auch für Anfänger gedacht, ja, ganz einfach, ganz logisch. Ne? Also nicht, dass jetzt hier wieder irgendwelche Profis mein Video schauen und wieder irgendwas kommentieren, wie mager der Inhalt ist oder so ein Käse. Ja? Also dann das nächste ist dann, ich mache das ja hier auch in meiner Freizeit, ja, also weil ich einfach Leuten helfen will, weil ich auch sehe zum Beispiel, wie wenn ich zum Beispiel irgendwo im Buchladen bin oder so, ja, wie viele Leute mittlerweile da in der Ecke Wirtschaft rumhängen. Ja? Also früher sind die Leute in den Buchladen gegangen, haben sich alle möglichen Sachen gekauft, also so Reiseführer und es waren riesige Regale mit Reiseführern und Romanen, riesige Regale mit Romanen. Mittlerweile ist die Abteilung Wirtschaft, da sind teilweise genauso viele Bücher wie in der Sektion Fremdsprachen lernen oder sowas. Ja? Also das hat sich schon stark gewandelt und ist auch gut so, dass die Leute einfach mehr, also auch die breite Masse mehr Gedanken macht über Geld und Geldsystem und Wirtschaft insgesamt, ja. Weil man es ja auch in der Schule nicht wirklich beigebracht bekommt, ja. Also, was ich hier nochmal kurz betonen möchte, ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist eben Verfügbarkeit. Und was ist eben Verfügbarkeit? Verfügbarkeit, und das ist meiner Meinung nach, abgesehen von dem Spiel Sicherheit versus Rendite, ist Verfügbarkeit etwas, was viele einfach auch völlig unter den Tisch fallen lassen. Ja? Es gibt zum Beispiel eine immer größer werdende Community da draußen, auch im Internet, was zum Beispiel Edelmetalle betrifft. Ja? Also Edelmetalle, Silber, Goldmünzen und so weiter. Und ich find das Zeug auch super interessant. Ja, das ist ja. Viele sagen, ja, also Gold- und Silbermünzen, das ist so was für Männer, ne, also ich kenne nicht viele Frauen, die Gold- und Silbermünzen sammeln, ja, oder kaufen. Das ist halt so das, was für die Frau irgendwie ja, toller Schmuck ist. Ne? Also letztendlich ist so eine eher männertypische Geschichte. Ja? Aber letztendlich. Da geht es halt hauptsächlich auch auf den Punkt Sicherheit, ja, weil einfach das Zeug 5000 Jahre lang oder was weiß ich, seit den Pharaonen irgendwie war Gold wertvoll und dann kann man eben, das entspricht dann eben einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass Gold auch weiterhin wertvoll sein wird, ja. Aber bringt es uns Rendite? Nein, bringt uns null Rendite, ja. Ganz knallhart, ja. Und Verfügbarkeit, dann sagen viele, naja, wenn irgendwie wenn zum Beispiel mal eine Finanzkrise sein sollte, ähnlich wie zum Beispiel in Zypern 2000, wann war das, 2012 oder so, da wo halt dann plötzlich, wo man kein Geld mehr aus den Automaten bekommt, oder in der Finanzkrise zum Beispiel in der Bank of Scotland, wo die Leute Schlange gestanden sind, weil sie nur noch 100 Euro am Tag abheben durften oder sowas, ja. Es gibt ja viele Beispiele, wo einfach plötzlich dann Verfügbarkeit nicht mehr gegeben ist. Und dann ist es aber halt letztendlich, stellt sich halt die Frage, na, ob in so einer Situation dir Gold- und Silbermünzen weiterhelfen. Denn, ja, wie soll ich sagen, du musst ja, um Gold- und Silbermünzen sozusagen dann in irgendwas umzutauschen, was dich weiterbringt, ne? Also Essen, Trinken oder irgendwie sowas, ja, im Ernstfall, musst du auch erstmal einen Abnehmer finden, also jemanden, der dir dieses Gold und Silber wieder abnimmt, der darin wieder einen größeren Wert sieht, denn nur so kommt ein Tauschgeschäft zustande, ja, das ist das Prinzip Tauschgeschäft, das sollte man sich auch mal klar machen, ja, was so diese Grundprinzipien wirtschaftlicher Art sind. Denn nur dann kommt ein Tauschgeschäft überhaupt zustande. Ja, wenn jetzt immer so mal einer hat irgendwie drei Schweine im Stall, ja, und du hast eine fette Goldmünze und der sagt, okay, drei Schweine, das kann ich eh nicht alles essen, ja. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber einfach nur so, da gebe ich jetzt ein Schwein ab und du gibst mir eine Goldmünze. Aber dann muss er auch, sieht so wirklich sozusagen den Wert dieser Goldmünze, ja, der muss für ihn höher sein als wie dieses eine Schwein, was er dir gibt. Sonst würde er diesen Tauschgeschäft nicht machen. Ja.
Und in wirklich harten Zeiten, und genauso ist es halt auch, ja, ich weiß, ich habe es noch nicht probiert, ich probiere es vielleicht mal aus, dass ich irgendwo in den Laden gehe, also wenn wir zum Beispiel mal ein Cashflow-Problem haben, bei den Banken zum Beispiel, nur dass du nicht mehr viel aus dem Automaten kriegst, ja. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber geh mal in den Laden, ich habe so ein paar Silbermünzen, so zwei, drei hier immer mal rumliegen. Also das eine ist irgendwie 16 Euro wert oder was, ja. Also wirklich nicht die Welt. Und geh mal in den Laden und kauf dir irgendwas. Ne? Geh zum Karstadt, geh zum Kaufhof, geh zum C&A, such dir ein T-Shirt aus oder sonst irgendwas. Und dann geh zur Kasse und dann gib denen so eine Münze. Ja? Ich traue mir mit dir wetten, selbst wenn du den Abteilungschef holst, ja, dass du dein T-Shirt nicht erhältst, nicht bekommst, ja, wenn du mit dieser Münze zahlen wollen würdest, ja, sondern du musst mit dem anerkannten Zahlungsmittel Euro zahlen, ja. Selbst wenn du mit einem Dollarschein ankommen würdest, würden die den nicht nehmen, ja, die würden den Cash nicht nehmen, ja. Was wollen die damit? Ja, es gibt Länder, ja, wie zum Beispiel Ungarn, ja. Da gibt es dann Geschäfte, die nehmen auch einen Euro, aber nicht alle, ne? Also die müssen nicht den Euro nehmen, ja? Und umgekehrt ist es nicht so, dass du, wenn du hier mit Forint kommst, ja, dass die das annehmen, dann kriegst du halt dein T-Shirt nicht oder dein Krapfen, ne? Oder dein Kaffee to go, ja? Das heißt, wenn mal Thema Verfügbarkeit, wenn mal so ein Engpass sein sollte. Ja, oder irgendwie eine Krise härterer Art, ne? Dann sagen viele halt eben, naja, also behalte dir Cash, Reserven und all diesen so, ne? Aber möglichst in anderen Währungen. Aber du musst dir halt überlegen, wo du wohnst und wo du lebst, ja? Ich meine, mit was willst du denn dann bezahlen, ne? Also dann hast du irgendwelche Währungen, für die du keine Güter bekommst, ja, weil eben dieses Tauschgeschäft nicht mehr funktioniert. Und das gleiche gilt auch für Edelmetall. Das heißt, so einfach ist es nicht mit der Verfügbarkeit, ja, dass ich einfach sage, es könnte sein, dass eine Euro-Krise kommt, ne? Oder ein Liquiditätsengpass, das ist ja eigentlich nochmal was anderes. Eine Euro-Krise ist soweit ja nichts Schlimmes, und da kann durchaus dann Silber-Goldpreise können dann in den Himmel schießen, so wie es eben auch 2012 war. Das ist durchaus der Fall, ja. Aber Liquiditätsengpass, also dass es sozusagen zur Bank ist, wie damals Bank of Scotland, ja. Es kommt nichts mehr aus dem Automaten raus oder der Bank of Zypern oder wo das da halt überall war. Ne? Bei uns war das Gott sei Dank nicht ganz so krass. Tja, dann was brauchst du dann? Dann brauchst du Euro. Ja? Weil dann gehst du in den Laden rein, ja, und willst was kaufen und dann ist Euro wahrscheinlich das Einzige, was die nehmen. Ja? Oder in Ländern, wo sie halt Bitcoins nehmen, dann nehmen sie vielleicht schon Bitcoins. Aber geh da mal rein mit ein paar Silber- oder Goldmünzen. Ich glaube nicht, dass du, tja, wenn du Glück hast vielleicht, ja, und du vielleicht, keine Ahnung, eine Stulle kaufst für 2 Euro und du bietest denen eine Goldmünze, die 200 wert ist, ganz offensichtlich völlig überzahlt, also dann könnte es vielleicht funktionieren oder so. Aber das sind halt so alles so Aspekte. Ja, die man sich ganz neutral bei dem Thema sichere Geldanlage mal anschauen sollte. Ja, also wirklich ja, einfach nicht sozusagen in eine, wie soll ich sagen, sich in ein Kämmerchen reinziehen, ja, sei es jetzt in eine Community, die halt alle Edelmetall super finden. Oder eine Community, die halt alle Aktien gut finden. Ja, und nur Aktien und nichts anderes ist ein Thema. Ja. Und dann gibt es die Community, die halt Immobilien toll finden. Und das ist das Nonplusultra. Ja. Und das sagt ja jedes vernünftige Investorenbuch. Ja. Es ist immer eine Mischung aus möglichst vielen Dingen, weil du nie genau wissen kannst, was passiert in der Zukunft. Ja.
Und das Thema Verfügbarkeit, ja, wird einfach viel zu wenig genannt, ja, viel zu wenig betont, also Gewicht draufgelegt. Ja. Es geht immer nur darum, wie sicher ist was, ja, und in Deutschland etc. Geht es immer sehr häufig um diese Sicherheit, ja. Weniger um die Rendite, obwohl das auch wieder nicht richtig ist. Also es gibt ja Statistiken, die sagen, der deutsche typische Anleger ist entweder super Risiko, ja, also zockt rum mit Derivaten und so weiter, mit CFDs, oder er ist super, super Sicherheit. Das heißt, er hat sein Ding auf dem Sparbuch, sein Geld, und er will von nichts was wissen. Ja, keine Aktien, gar nichts. Aber so das Zwischendrin, das eigentlich gesunde Verhältnis, das fehlt halt, ja. Gibt so Statistiken, kannst du auch mal nachschauen in Google, ist ja sowieso alles vorhanden, ja. Und tja, also das war es eigentlich soweit zu diesem Thema. Ich finde es einfach ein sehr, sehr grundsätzlich wichtige Fragestellungen, ja. Und doch sehr bemerkenswert, dass über das Thema Verfügbarkeit eben sehr wenige diskutieren und auch wirklich, wie soll ich sagen, wirklich sinnvolle Tipps geben, ja. Also es ist garantiert nicht sinnvoll, beim Thema Verfügbarkeit alle möglichen Edelmetalle zu haben, ja, weil die du vielleicht auch irgendwo in einem privaten Tresor irgendwo hast, in Schleswig, am besten noch im Ausland oder so, ja, also doch, wo du dann erstmal hinreisen musst, soweit die Grenzen dann überhaupt noch offen sind, ja, wenn es wirklich starke Krisen geben sollte mal. Also es gibt so viele Fragen, die du dir da stellen solltest, ja. Was in der Regel ja, doch wichtig ist, dass man eben alle Aspekte betrachtet, ja, und sich nicht zu stark von einer Richtung einfach beeinflussen lässt. Weil natürlich auch ganz klar, es ist sehr viel einfacher ist zu polarisieren, also quasi sich auf eine Richtung festzulegen, zum Beispiel in einem YouTube-Kanal, ne? Also ich bin nur für Aktien. Ja? Und dann dieser Kanal steht für Aktien und nichts anderes. Der nächste Kanal steht halt für Immobilien, ja? Und so weiter. Und dann ist es sehr viel einfacher, sozusagen Leute dann für diesen Zweig zu gewinnen, ja, und sich dann einfach Reichweite aufzubauen. Aber die Wahrheit, die liegt da irgendwo dazwischen, ja. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte es irgendwie rüberbringen, was mir da mit diesen Punkten hier wirklich tatsächlich am Herzen liegt, ja. Nochmal ein ganz kurzes Beispiel aus dem Internet, was das Ganze auch sehr stark verdeutlicht, denke ich mal. Und zwar, jeder von euch kennt wahrscheinlich Aktien mit Kopf, ja. Und das ist ein relativ großer Kanal mittlerweile. Aber, in diesem Kanal geht es auch primär um Aktien, aber auch, ja, auch so P2P-Kredite und so andere Sachen noch, aber primär eben Aktien, ne? So heißt ja auch der Kanal. Und so ist es auch relativ einfach, eben genau diese Zielgruppe in den Kanal, also quasi für den Kanal zu gewinnen. Ist alles schön und gut. Aber natürlich ist man sich auch dort bewusst, ja, dass es andere wichtige Assetklassen gibt, dass die Streuung letztendlich das Entscheidende ist. Und deswegen gibt es ja auch sowas wie Aktien, Immobilien mit Kopf, ja, und so weiter. Das sind halt extra Kanäle, ja. Und das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass man sich da auch, wo man sich auf eine Assetklasse letztendlich spezialisiert hat, ja, aus den genannten Gründen, dann doch wiederum unterschiedliche Kanäle eben erzeugt für andere Assetklassen, ja. Ja, okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte ein paar Punkte irgendwie rüberbringen. Und hauptsächlich auch für Anfänger, die halt, sagen wir mal, vor den Bücherregalen stehen, ja, in den Buchläden oder in Amazon recherchieren wegen Büchern, wie sie sich weiterbilden und sich teilweise gar nicht mehr auskennen und so weiter. Letztendlich geht es um diese drei Punkte, ja. Ich finde es auch wichtig, dass man für so das allgemeine Volk, ja, das auch nicht die Muße hat oder die Zeit oder auch nicht
einfach nicht den Bock, ja, sich so tief in all diese Themen reinzuarbeiten, ja, was auch verständlich ist, dass man einfach gewisse Sachen ganz simpel runterbricht, ja. Und ich denke, wenn du diese drei Punkte verstanden hast, dann bist du eigentlich schon sehr weit, auch für jemanden, der sich zum Thema Geld und Geldanlage und so weiter grundsätzlich noch nie Gedanken gemacht hat, ne? Und das soll es gewesen sein für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen hoch und dann sehe ich euch beim nächsten Video. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ciao.